Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Pikmin 4. Pikmin 4! Oh, im letzten Part ist was Unschönes passiert. Könnt ihr uns angucken. Dann wisst ihr, was los ist. Da hat sich ein bisschen was geändert und gleichzeitig hat sich unsere Crew und das Schiff auch noch geändert. Gehört natürlich dazu, wenn wir. Wo ist Waluigi? Nicht da. Oh, das ist richtig ungewohnt, ihn jetzt in Lila zu sehen. Na egal. Was hast du getan? Du Monster. Na gut, back to the Heldenversteck, würde ich sagen. Ich glaube, der Name ist Programm. Wir finden bestimmt irgendwann den, den wir suchen, nämlich Olimar. Und ich meine, wir haben ja seinen Helferlein die ganze Zeit hier schon. Ja. Der uns die Pikmin wegnehmen will, aber immer wieder auf die Fresse bekommt. Ey, guck mal, 224, 224. Ja. Und dann 16. Was sagt mir diese 16? Sind das die Lottozahlen? Stimmt, wir haben hier am Ende des Parts dann noch schön hier das hingesetzt. In der Tat. Wir können hier noch irgendwo hingehen. Aber die Frage ist, wohin? Stört dich dieser grüne Hund? Du kannst ihn mit Pickwick-Karotten ablenken. Oh. Ist interessant. Die ganzen Leichen hier mal abtransportieren. Hä? Warum ist das ein Fischgegner? Hä? Oh, das sind die Eisgegner. Ist da nicht Feuer vielleicht sogar? Okay, Eis ist auch. Eis. Stein. Ist das sogar auch so, oder? Ich glaube, Stein war. Alter, wie schnell. Stein war auch gegen Eis effektiv. Oh, nee, ich glaube also, sogar nicht. Ich glaube andersrum. Oder was? Nee, aber. Nein, Eis war auf Boden effektiv. Ach, ich weiß es nicht. Boden und Eis sind aber. Boden und Gestein sind aber auch so. Leicht verwechselbare Typen. Das ist wahr. Oh, was ist da? Was ist das? Rot? Und da ist ja noch ein Schatz. Oh nein, der Arme. Oh mein Gott. Holt er sich jetzt das andere zusätzlich noch? Nein, Jan! Er hat sich geschnappt. Du darfst, wie gesagt, weiterhin nicht so unvorsichtig sein. Ja, easy. Nee, bitte. Vor allem bei den Steinpikmin nicht, weil Stein und Eis können wir nicht so schnell reproduzieren. Da müsste man entweder so eine Blume finden oder halt wieder in die Höhlen gehen, wo es die gab. Was ist das? Ist das auch ein Roboterteil da? Ja. So. Aber da ist ein Gegner drunter, da ist eine Spinne. Ist das eine Giftspinne? Ist das eine Eisspinne? Ist eine tote Spinne. Nein. Ist glaube eine Eisspinne gewesen. Eis, Eis, Baby. Da ist noch so ein Loch. Kannst du da graben? Nee, von da kommen wir. Weiß. Doch, doch. Hey, hier liegt ja auch noch hier. Kannst du mal auf diese Whale gehen? Was machst du? Welche Rail? Links. Oh mein Gott, wo drehst du dich hin? Hey, warum gehst du wieder runter? Wollte ich nicht. Dann geh nochmal zurück. Ja, gleich. Dann holen wir jetzt mal kurz die anderen Pikmin. Oh mein Gott, die machen ja gar nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der hat sie verstärkt von sich, oder sind die immer so lila? Bei ihm immer lila. Warum lässt du die jetzt? Lass sie nicht, ich hole nur Verstärkung. Aber sind das wirklich unsere? Jetzt hat er sie alle verloren, hä? Na, von mir aus. Das ist enttäuschend. Stirb! Weil hier unten gibt es, glaube ich, eh nichts mehr. So wäre es eh sinnvoll, zu gehen. Und die Rail ist eher so ein Rückweg. Deswegen oben das bei der Küche, das machen wir zuletzt, würde ich sagen. So, dann ruf nochmal die 14 Stück, die da nichts machen. Und lass mal die gelben auf dich drauf. Dann noch nicht weg. Dann kommen die denn jetzt? Oh, hier.
Ja gut, in zwei wurden weggeknuspert fast. Ja, aber dann fehlen immer noch 10, hä? Oh ja, gut, passt nicht. Es waren 3, die gestorben sind, ja. 10 fehlen noch. Was ich aber auch gut finde, ist, dass das Spiel anzeigt, wenn einer steckt, irgendwo steckt und der da irgendwie nicht weiterkommt. So, die Rail war da, genau. Warte da bei dem... Oh Gott, dreht auch nicht immer so viel. Da. Ja. Kannst auch gern vorher da nochmal gegenrammen. Ich frag mich, ob diese Dinger immer wieder auftauchen oder... Okay, nein. Die haben wir noch nicht. Alter, 5 Knöpfe. Sehr gut. Ich glaube, das ist die Rail, die wir brauchen. Kann das der Hund? Offensichtlich ja nicht. Ja, du musst mit ihm rein. Du musst wechseln. Ah, jetzt sind wir wirklich da. Sehr schön. Ja, was bringt uns das? Ist das eine Abkürzung oder wie einfach nur? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, damit ja auch nicht da hoch. Doch nicht das, was ich meinte. Nee, nicht, wir können uns halt noch mehr Bären holen, aber eigentlich. Aber da gibt es irgendwo noch mehr, weil irgendwo war noch ein Schatz, wo wir da nicht hin konnten. Oh, da ist noch eine Schatz. Hä? Wo wollt ihr denn jetzt her? Keine Ahnung. Ja, den haben wir doch gar nicht eingesammelt. Nee, egal, ich beschwere mich nicht. Ich bin verwirrt. Das ist die Frage, wollen wir jetzt da zur Küchentheke gehen oder wollen wir noch weiter hier gucken? Weil da gab es noch andere Rails, wo man hoch konnte und wo dann ein Schatz war. Hä, jetzt haben wir das zweite gefunden. Ach, das ist auf den Karten. Glaube ich. Diese Symbole sind doch die Karten und gerade ist die Karte abgegeben worden, oder? Ja, macht Sinn. Das heißt, wir müssen noch eine von diesen Karten finden. Also was würdest du sagen? Theke erkunden oder nochmal zurückgehen und irgendwo da einen Weg hochfinden? Erstmal Otchen holen. Und dann können wir die Theke eigentlich weitermachen. 5 sind da auf der Fallen Haut. Ja, ich glaube, die sind sogar noch bei Otchen, oder? Die haben gerade was weggebracht. Ne, das sind die, die da was weggebracht haben, glaube ich. Weil Otchen, die sind ja nicht faul, die sind ja bei ihm. Ja. Ja, mein Gott, die 5. Hä? Der eine Knopf wurde nie zurückgebracht. Jetzt wissen wir warum. Ja, toll, jetzt haben wir keine Wasserpigmen da. Was machen wir jetzt? Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Obwohl. Wie willst du denn das sonst machen? Ja, drüber können wir ja schwimmen, wir können das halt nicht rausholen. Ist halt schwierig. Du kannst das Otchen wegbringen lassen. Ja. Ist hier irgendwo ein Stöpsel zum Ja, aber den kann man nicht rausziehen, glaube ich. Ist das ein Loch, das man da erschaffen kann? Kann man da graben? Da ist ein Knopf! Aber was macht der Knopf? Schwimm mal drauf. Ja. Okay. Soll ich schon sagen, wenn das Spiel einem nicht sagt, nimm Wasser mit, dann denke ich halt auch nicht, dass wir die brauchen. Ja, aber das Spiel ist nicht immer nett. Nein, ihr solltet euch doch aufteilen. Dong, dong, dong. Oh, pass auf. Da vorne. Oh mein Gott. Was bist du? Tot. Hatten wir doch schon mal. Ja, ich weiß bis heute nicht, was das... Wollen wir da rein? Wir sollten ja feuerresistent sein, nur halt unsere Pigmen nicht. Oder die müssen... Können wir da stehen lassen. Können vielleicht kurz warten, bis sie das weggebracht haben? Oder was meinen sie? Anscheinend gar nichts erstmal. Sonst werden sie ja mit mir kommunizieren. Ah, ich red doch! Besser. Ich hab gesagt... immer zurückgehen und das alles gucken. Aber weil da waren noch irgendwelche Wege, die wir nicht gegangen sind. Hallo?
Wir machen jetzt das. Was ist das denn? Das ist voll komisch, wenn man da wieder zurückgehen muss. Von mir aus. Inferno aus Eis. Ohne Flammenschutz hätte ich die Höhle nicht betreten können, da der Eingang in Flammen stand. Doch dann kam die Überraschung, denn andere Teile der Höhle erinnern an einen Kühlschrank. Hoffentlich schaffen die roten Pikmin Moss und ich es zum Ausgang. Moss? Ja, wir sehen schon wieder, das ist doch der Hund. Nee. Doch. Warum denn? Ach, das ist ja seiner. Ja, ich muss ja sagen, das ist der Perspektive von Olimar. Ja, stimmt. Was aber siehst du? Ach, dieses Eis am Rand, das finde ich wieder nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Ja, du weißt doch, wann das weggeht. Ja, aber trotzdem finde ich es doof. Außerdem könnt ihr, das kann ja eigentlich nichts passieren, wenn die alle dann wieder auf Ocean sind, passiert ja nichts. Die wärmen sich ja, wenn es jetzt wieder irgendwie diese Wege gibt, wo Ocean nicht lang kann mit den Gittern. Ja, wir kriegen das schon hin, mein Gott. Ocean hat sogar jetzt ein lila Halsband. Wie kriegt man das weg? Nee. Mit Feuer wahrscheinlich, ja. Aber wie? Werden wir herausfinden, denke ich. Was machst du? Warum nur so wenig? Nein, das ist doch der Fliegevieh. Jan. Das war schon wieder so unvorsichtig. Lass mal das werden. Von hinten. Ja. Und tot. So, ich glaube, du musst den Gegner besiegen, dann kühlt das ab. Ja, müssen wir auch. Der war gerade so weit hinten, aber wir können eigentlich auch drauflaufen mit Ocean mittlerweile. Jetzt kannst du dagegen. Wir haben ja den Schutz. Und zack. Ich glaube, man kann diese Dinger hier anmachen. Guck mal da in der Ecke, das ist da. Das kann man irgendwie anzünden. Aber wie? Ich habe keine Ahnung. Ja. Stimmt nicht mit dem Pikmin. Man weiß es nicht, vielleicht ist der. Oh, der Glückskäfer. War noch nicht tot. Der stirbt nicht. Will das aber. Warte doch. Du hast doch die Hälfte von Pikmin. Oh nein. Das kann auch sehr schnell schief gehen, das weißt du ganz genau. Sei doch lieber zu vorsichtig als zu. Boah, ich rahm den jetzt und bring ihn um. Ah, es gibt Kiefernzapfen, die brennen. Ah, da war etwas im Feuer. Mal überlegen, weil jetzt sind die alle so aus. Vielleicht kannst du diese Feuerkugel nutzen, um etwas in Brand zu setzen. Das ist ein Tannenzapfen. Na gut. Und wenn du noch einen Feueraltar findest, kannst du ihn auch damit entzünden und so noch weitere Feuerkugeln erhalten. Ja, da war ja einer. Und dann können wir zurück und das dahin bringen. Aber davon ganz abgesehen, mir kommt schon der Schweiß, wenn ich dieses Ding nur sehe. Ja, los. Schnell. Ah, jetzt kann man direkt auch die anderen Saar anzünden und direkt die anderen Sachen wegmachen. Weiter. Jetzt hast du sogar zwei. Das ist cool. Ja. Warum gehst du ja da nicht weiter? Weil der noch kommen soll. Ja, mein Gott. Die sehen eklig aus. Du wirst es zu keinem anderen schaffen, glaube ich. Okay, der andere ist wieder an. Cool. Alleine Brezel. Jetzt haben wir alles, ne? Vermutlich. Das wäre jetzt so lustig, wenn wir mehrere Pikmin gehabt hätten und die anderen Pikmin tun sich mit den Tannenzapfen weh und berühren dann die roten Pikmin und verbrennen dann und sterben dann und... Oh mein Gott. Ja. Was machst du da? Ich will, dass die noch das Zeug austrinken. So, Angriff. Sehr nahrhaft und sehr gesund. Mal hier nochmal die Sachen holen. Alter, wie so ein Cracker. Ist das so ein Algenblatt da drauf? Das ist doch dieser typische japanische Cracker. Den es auch so in Animes gibt. Aller neuer von diesen. Ein Feuerschwert. Dinos. Vielleicht. Also nicht, dass das so vorhersehbar wäre.
Alter, die Brezeln. Oh, da haben wir fast auch alle, glaube ich, bei dieser Schatzreihe. Ja, und das soll es, glaube ich, auch schon gewesen sein dann. Wenn es nichts zum Ausgraben gibt, dann ja. Na. Sehr gut. So, was sagen die? Stopp, warte, noch nicht reingehen. Ah, eins fehlt noch, sehr gut. Abendbrot? Eine Waffel zum Abendbrot? Siehst du mal. Also, bei einem Croissant kann ich nur diskutieren, aber bei einer Waffel. Infernos Eis, Ebene 2. Und es sind 4 Ebenen. Lass mich raten, jetzt kommt Eis. Ich kann mir vorstellen, 2 Feuer, 2 Eis dann. Ja, aber die können ja auch im Wechsel kommen. Tatsächlich. Das sind ja doch alle Eis. Oh, das vielleicht ist Kombi. Das. Ja, das kannst du ja, gut, nicht. Das nein, nicht. Das geht nicht. Da kriegst du Feuer für. Beweg dich, guck, wo Feuer ist. Also müssen wir den tot machen. Da oben war es irgendwo. Vielleicht sind hier auch Eispigmen drin. So, ihr oder macht das ja mal kurz ganz. Da stand da, das ist hier nur eine Sache. Oh, kommen die da vorbei? Nicht, dass die sich alle einfrieren. Guck mal bitte. Okay, sie machen das schon. Ja, hätte ja dumm passieren können. Ist da was drin in dem Ding? Ja, eine Kirsche? Was ist das? Oh, Eispigmen, ich sag's ja. Ui. Sehr schön, dann kriegt man mehr Eis. Ja gut, jetzt hast du auch gar keine Möglichkeit, andere Pigmen zu wählen, die du zu Eispigmen machen möchtest. Ja. Ich glaube, rote haben auch gar nicht mehr so viele. Wir hatten gelbe viele und die anderen, aber rote waren nicht so. Jetzt hast du ein Eispigmen drauf geworfen. Ja, mit Absicht. Nee, ich meine, irgendwo hat der Oje gesagt, deswegen irgendwo so waren Feuerpigmen. Ich glaube, die sind bei der Tomate gerade eingefroren. Achso. Sehr schön. Irgendwo ist noch Eis, wir müssen mehr Eis wegmachen. Och. Ihr habt da fein gemacht, aber kommt wieder mit. Ja, die ging ja eh schnell tot. Oder vielleicht lag es auch. Oh, ihr müsst auch Felspigment geben. Pass auf! Gut, ein bisschen besser habe ich schon erhofft. Na, was machst du denn? Was machst du denn? Das war doch. Oh, 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 oh. Ja, ist gut. Nee, ist nicht gut. Nix gut. Warum waren die denn jetzt da? Ja, komm, ey. Kannst du bitte die Ebene nochmal neu spielen? Du musst den Gegner besser analysieren und schauen, was er macht, warum die Pigmen dann runterliegen. Der hat dich einmal komisch angerempelt. Und dann waren sie halt unten. Ist jetzt einfach daran, dass du es jetzt besser machst. Ta-da-ta. Nur mal schauen, ne? Nee, nicht mal schauen. Ein bisschen mehr Optimismus hier. Vor allem, weil ich weiß, dass das Spiel noch deutlich schwerer wird. Weil es halt bei jedem Pigment einfach so ist. Wie gesagt, du kannst auch viel mehr dieser Power-Ups nutzen. Ob es jetzt Bomben sind oder sonst was, wir haben es ja. Und der Gegner war nicht so nett. Dann setz doch da einfach mal so ein nettes Geschenk hin. Wir haben so viele von den Bomben, glaube ich. Glaubst du? Das ist jetzt so meine Einschätzung, vielleicht liege ich auch falsch, aber... Ich glaube, wir haben mindestens 5 normale Bomben. Hast du das Eis weggemacht, was da im Weg lag? Nee, muss es aber auch nicht. Ja, nicht, dass du es vergisst, weil wenn wir alles weg haben, ist ja hier überall Eis weg. Also, ist der blöde Frost an den Seiten.
Bei welchem Spiel war denn das, wo das auch so angezeigt wurde, wo dann, wenn das ganz voll war, man gestorben ist? Nicht nur bei einem Spiel. Ja, aber ich kenne nicht viele, wo das... Ist das mit Genshin? Weiß ich gar nicht. So, jetzt hol eine Granate raus und wirf sie drauf. Der schläft. Von hinten. 9. Stell dich weiter links hin. Okay. Und tot. Jetzt haben wir aber gar keine Fels-Pikmin. Werf mal ein Eis-Pikmin da drauf. Ich will mal wissen, ob das irgendwas bewirkt. Okay, wird nichts. Dann brauchen wir Fels-Pikmin. Die müssen irgendwo rumlaufen. Ja, die lass erstmal machen. Jetzt laufen wir erstmal weiter. Nee, Moment. Ihr könnt da schieben, da unten ist Feuer. Kalte Luft ist weg. Endlich. Na komm, mach ruhig. Tick-Tack. So, was ist denn? Wenn wir auf diese Wand einfach ein Feuerding werfen. Alter. Ach, instant kaputt. So, sag doch mal was dazu. Die Eiswand war einfach komplett weg. Damit, damit habe ich nicht gerechnet. Was machst du da? Ich habe versucht, das auch gegen die Wand zu werfen. Ja, bei Eiswand ergibt das Sinn, aber du kannst, glaube ich, einfach eine Bombe dagegen werfen. Und dann ja, habe ich auch gleich vor. Ich gucke erst mal kurz, ob hier noch irgendwie... krasse Sachen sind. Und hier sind die Fels-Pikmin. Alle. Alter, da ist ja zwei noch mal ein Teil von der Sternfrucht. Die andere Hälfte. So, so, so. Oh Gott. Was ist denn jetzt so Gott? Hier waren auch schon welche. Hey, was meinst du? Dein Ach, dass du die verpasst hast. Ja, gut. Angriff. Schon wieder der Apfel. Eigentlich kommen meine Pokémon-Karten morgen, aber hier steht erst Montag. Aber vielleicht ändert was sich das ist, was noch. Ist denn der Schritt? Was? Wie ist denn der Schritt? Was steht denn da? Vorbereitung. Zum Weitertransport. Ja, aber nee, das, also bei mir ist es jedes Mal eigentlich so, dass wenn das schon da steht, dass es dann den nächsten Tag kommt. Ja, ja, ich meine auch. Über Nacht. Das wird in der Nacht dann geändert, ja. Ja, die transportieren das halt in der Nacht dann hin und dann ist bei mir auch. Morgen kommt mein letztes Spiel von Saturn. Aber. Wie viel hast du dir mittlerweile bestellt, die du mir nicht gesagt hast? Nee, das ist immer noch das, was wir zusammen ausgesucht haben. Das eine Nein, Spiel war bei den anderen Sachen auch. Du hast auch gesagt, dass du dir dann das gekauft hast und noch das, wo ich nicht von wusste. Hä? Ja, nicht hä. Ja, aber eigentlich... Dieses Dragon Ball Spiel, da wusste ich nicht. Ach so, ja, ein paar Xbox-Spiele hatte ich mir bestellt, weil ich da gedacht habe, das juckt dich eh nicht, weil du Xbox eh nicht magst. Es geht mir einfach nur darum, dass ich ungefähr weiß, wie viel du mittlerweile hast. Die Anzahl kannst du ja mal nachgucken. Ich glaube 191. Nur noch mehr als 10. Wie viel hab ich überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Hab ich 210? Ich guck mal nach. Um deine Frage zu beantworten, ich habe mir auf jeden Fall Monster Hunter World, Assassin's Creed Origins, das Dragon Ball, Forza Horizon 4. Hm. Oh, die da im Schrank sind, die sehe ich jetzt nicht. Das heißt, wie viel hast du? 192. Ich hab 191, aber ich bin mir nicht so sicher. Ob ich immer noch 20 mehr habe, was geht ab? Ja, weil du halt einmal richtig ausgerastet bist in einem Monat. Jetzt hast du ein bisschen gechillt.
Wegen den Karten, aber das wird auch irgendwann aufhören. Ja, ich gehe wieder auf Flohmärkte. Am Sonntag geht's auf den Flohmarkt. Also für dich Aufgabe. Wenn du irgendwo relativ günstig das Mario 3D Dings da Collection findest oder. Dann kaufe ich das auf Kleinanzeigen. Nein, Spaß. Oder Monster Hunter Stories, dann holst du mir das bitte. Das hast du dir immer noch nicht geholt? Nein. Okay. Krass, wir haben 99. Ich glaube, man kann sogar 100 haben. Ja, da kann man noch nicht dran. Nee, du brauchst schon noch Feuer. Das geht jetzt noch nicht. Oh, da ist ein Eis. Eis. Tick-Tack. Das wollte ich jetzt noch nachgucken. Weißt du, für mich ist so eine Sache, die war eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz. Für mich war... Ich weiß nicht, ob das irgendwann relaten kann. Für mich war Moin, wenn jemand Moin sagt, ist das für mich auch so ein Ding wie Guten Morgen. Aber eigentlich kann man das zu jeder Tageszeit sagen, habe ich mitbekommen. Ja, das weiß ich. Aber für mich wird es immer dieses Guten Morgen bleiben irgendwie. Ja, finde ich auch, dass es am besten passt. Weil Moin hört sich für mich an wie Morgen, nur anders. Ernsthaft? In dem Eisgelee war ein Eisblock drin. Verrückt. Guck mal, da ist dieser Klopfo-Gegner. Ja, mach mal gleich. Musst du... Nein, der wird dich plätten, wenn du jetzt nichts machst. Mach doch was. Ja, manchmal bist du ja ein... Das okay, nee, das darf ich trotzdem nicht. Hey, warte mal, stopp. Das hättest du machen dürfen. Das war das Eis, was da der Strahl war. Das hat nichts mit dem Gegner zu tun. Der Eisstrahl hat die dazu... Ja, reicht. Gott, hätte der die jetzt noch umbringen können? Aua. Oh nein, der Gegner mit Eis. Oh mein Gott. Natürlich gibt es einen Gegner mit Eis. Ihr macht hier jetzt gar nichts. Wir wollen arbeiten. Willst du den jetzt direkt angreifen? Ja. Er wird doch nicht. Das wird doch nichts. Greif den bitte normal an. Ja. Ich meine, die Basis vielleicht versetzen. Alter, das ist eine Guave? Papaya? A la Planca? Nee, das geht nicht. Du musst alles wegmachen von diesem. Ja, ich weiß. Ich will nur einfach nur mal Sachen testen. Ja, aber wenn du doch weißt, dass es nicht funktioniert. Wenn du musst ja wenigstens die Hoffnung haben, dass es funktionieren könnte. Ja, ja. Hatte ich auch. So, ich brauche nochmal das Feuer, bitte. Thank you. Vor allem ist da genau ein Zapfen drin, natürlich. War hier noch was? Ich glaube, wenn du... Weiß es nicht. Ja, da war ganz viel. Aber ist das so eine Kettenreaktion? Ja. Ich bin übrigens ein bisschen traurig, ich habe gerade wieder, wie heißt denn das? Dr. Stone zu Ende geguckt. Alles, was es gerade gibt. Du hast es wieder zu Ende geguckt? Ja, alles, was es gibt. Ich habe halt das, was neu war, nachgeholt. Das ist wieder vorbei. Ich habe es wieder gar nicht mitbekommen. Es war auch einfach so wupp und weg. Okay. Dann ging es nicht mehr weiter. Da hinten war noch ein Eisding, was man kaputt machen konnte. Da links. Ja. Nicht da links. Da links. Ja, und dann haben wir, glaube ich, auch wieder alles. Also von diesen Dingern, also die Orange muss noch abtransportiert werden. Und ja, transportieren müssen auch fast alles. Ich will erstmal das Eis wegmachen, dass sie unterwegs nicht rumheulen. Sieht aber nicht lecker aus, muss ich sagen. Das Eis sieht so ganz ekelhaftig aus. Euch. Fertig gegönnt. Da ist noch mehr Gönnung. Vielleicht. Mit Sicherheit, wenn das so einzeln ist, ist da immer was Gutes drin. Außer es ist auf einer riesen Arena in der Mitte, aber das ist ja was ganz anderes.
So, ihr macht das Sufi. Und gleich kommt wieder der quetsche Gegner. Nee, bitte. Ja, nicht. Du hast falsch gezählt, oder? Ich glaube, du hast falsch gezählt. Sogar zweimal falsch. Ich dachte, es hört auf, wenn du genug geworfen hast. Ja, macht's auch, deswegen. Aber manchmal gehen die. Der eine ist halt zu dem anderen Ding gegangen. Und so, und dann funktioniert das nicht so gut. Das weiße Tor. Haben wir jetzt alles? Nee, haben wir nicht. Hä, was ist denn bei dem weißen Tor? Was hat sich jetzt geöffnet gerade? War das dahinter war der Ausgang, ja. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Ganz viel Frucht. Und Gegner und. Gegner. Alter, over 24.000. Alter, der Tropengenuss ist komplett. Okay, so viel fehlt tatsächlich nicht mehr. Ja, siehst du mal. Neue Welt wird langsam sehr knapp. Ich glaube nicht mehr, dass das. Ja, aber vielleicht geht's da um andere nur einen Sachen. Schatz. Ja, Bosskampf, natürlich. Es kommt nämlich ein Eisfeuergegner. Viel Spaß. Warum? Warte, damit triggerst du ihn vielleicht. Kannst du das nicht direkt da drauf werfen? Ja. Das hatte ich. Und jetzt muss ich es nochmal anholen. Ja. Warum ist das ein Tannenzapfen, frage ich mich. Weil die gut brennen. Wir sollten uns auf jeden Fall gleich stärken oder Bombe werfen oder irgendwas. Wir müssen nicht viele Pikmin verlieren. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Gesundheit. Oh, danke. Da ist noch eins. Ach du lieber Gott, was passiert hier? Der Eck! Den habe ich schon mal gesehen, den Gegner. Pass auf, was er macht. Pass auf, was er macht. Stärk dich, Bombe, mach alles. Guck mal, was wir für Items haben, die wir einsetzen könnten. Vielleicht kannst du ja auch diese krasse Laserbombe einsetzen. Ich will die Haftbombe. Ja, aber der kriegt ja. Ja, deswegen ja das Haftding. Ja, Sensorbombe. Dann. Ja, die kann auch an den Körper angebracht werden. Gleich aus und dann an ihn dran. Und er wirft dich nach oben. Vielleicht, wenn er näher dran ist. Wir müssen ihn runterholen erst. Er kann Pikmin einfrieren. Direkt einen weggesnackt. Wir haben noch nicht mal seine Lebensleiste gesehen gerade. Was bist du? Ist das Motineva? Oh, jetzt. Ah. Aber er fliegt noch. Aber jetzt kann man mit allen angreifen. Angriff! Pass aber auf, der wird bestimmt gleich seinen Schutz da wieder rausholen. Aber ich glaube, der kann den Eispickmann auch wehtun damit. Ich denke, die sind nicht resistent gegen seine Angriffe. Und wenn der so gleich rund leicht schwirrt, würde ich trotzdem mal versuchen, diese Bombe zu schmeißen. Und du bist noch nicht verstärkt. Nein! Alter, der ist ja mega anstrengend. Angreif, ja, und zurück. Angreif. Guck mal mit der Kamera gut, was er gleich macht. Weil gleich macht er wieder wusch. Ja, raus, weg damit. Nein, er muss sterben. Nicht, dass du ja gleich einen Massenmord hast. Das könnte gut ausgehen. Angriff. Oh mein Gott. Ja, toll, ey, weil er mich umgeworfen hat. Na, ja, ist okay. Das sind nicht viele. Das sind noch keine 5 tot. Jetzt angreifen! Oder noch nicht. Ich dachte, es wäre schon.
Scheiße. Nein, aus. Nein, die ganze Pikmin. Einmal alles. Du musst hinter ihn, du musst hinter ihn. Du musst angreifen und dann kannst du von hinten. Und Angriff jetzt aber wirklich los! Was? Ein Eispickel? Das war gut. Sehr schön. Na, wo ist jetzt der Fuzzi? Gibt's hier keinen Fuzzi? Doch. Der liegt bestimmt noch da hinten einfach oder so. Allermächtige Speere. Ja, guck. Das Nella. War aber auch mal ein Boss, den wir relativ gut besiegt haben. Nella. Nella. Der hat auch die langsamsten Pikmin genommen, die wir haben. Haben die selber gemacht. Fehler. So. Hey, der sieht das für uns. Wie wir. Der sieht aus wie uns. Gut, dann würde ich aber sagen, dass wir es mit dieser Folge schätze. Guck mal, wie immer nicht an. Erst am Ende der nächsten Folge. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Schaltet an der nächsten Folge von Let's Play Pikmin 4 wieder ein. Nicht verpassen. Und like, da lasst alle fast 1000 Pikmin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.